Also für mich hat Tim jetzt einen E-Golf und der ist barrierefrei, insofern barrierefrei, weil sie ihn umbauen haben lassen, so dass ich ihn auch mit meiner Behinderung nutzen kann. Wie ich natürlich das erste Mal mit dem Auto gefahren bin, man muss sich ein bisschen dran gewöhnen, ja, aber das dauert 10 Minuten und man hat ein Gefühl dafür. Für mich ist es das Herzstück des Autos. Mit dem Hebel gebe ich Gas und Bremse. Drücke ich nach vor, gebe ich Bremse, ziehe ich den Hebel nach hinten, dann gebe ich Gas. Das ist ein multimodaler Stick und der hat den Vorteil, ich kann direkt mit einer Hand, ich kann die Hupe bedienen, ich kann den Blinker aktivieren, ich kann den Scheibenwischer einschalten und das brauche ich natürlich, weil die andere Hand, die ist ja Gas und Bremse. Bei mir ist es eine Geburtsbehinderung. Ich bin eben mit angewinkelten Beinen auf die Welt gekommen. Und das hat halt dann durch viele Operationen und so weiter ist das dann halt korrigiert worden. Aber ich bin ein Mensch, ich gehe mit Krücken. Also es ist ja so, die Mobilität ist gerade für Menschen mit Behinderungen ganz etwas Wichtiges. Muss ich wirklich sagen, österreichweit ist das ja das erste Auto, das in der Form umgebaut ist, vor allem als E-Auto, das muss ich dazu sagen. Das E-Cruisen ist ganz was anderes wie mit dem Benziner, muss ich wirklich sagen. Es ist wie Fliegen. Also ich kann jedem nur empfehlen, das auch wirklich einmal auszuprobieren.